Gut, dass Sie da sind. Folgen Sie mir zur Angriffsbesprechung. Diese Mission ist top secret und unterliegt der strengsten Geheimhaltung. Ihre Aufgabe ist es, eine Fracht von extremer Wichtigkeit zum vereinbarten Zielort zu bringen. Dafür schleusen wir Sie mit einem U-Boot dahin. Bringen Sie diese Fracht vom Rendezvous Point zu den vereinbarten Zielkoordinaten. Zeitpunkt der Mission 24.05.1800. Bei Fragen wenden Sie sich an uns. Es gibt aber ein Problem. All unsere Top-Agenten sind gerade im Einsatz. Die einzigen, die uns bleiben, sind Maurice und Matze. Machen Sie das Beste daraus. Das war's. Weggetreten. Neuer Auftrag. Juhu. Ah ja, komm. Und so, ach nö, warum muss ich immer diese Scheiße machen? Der hat doch eh keinen Bock, ey. Toll, wie soll ich den denn überreden? Obwohl, warte mal, es gibt da eine Möglichkeit. Das könnte klappen. Matze, neuer Auftrag, wir haben eine Mission. Los geht's. Zieleine. Nein, ich mein's ernst, wir haben einen neuen Auftrag und wir müssen dahin zusammen, wir beide. Maurice, ich bin im Ruhestand, ich mach das nicht mehr. Hast du mal gesehen, in was sie uns da losschicken wollen? Das Ding ist ein tauchender Sarg. Ja, aber ich brauch dich, du bist der Einzige, der sich so gut mit den Maschinen auskennt und so. Und die wollen uns beide. Ruhestand, ich nicht. Auftrag, du, ich. Ich komm nicht mit. Ja gut, aber ich fahr auf jeden Fall hin. Dann mach das. Ja, mach ich auch. Ja, dann sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja, okay. Dann fahr ich halt alleine. Ja, mach das. Ja, mach ich auch. Ja. Erstmal hier, Crew, willkommen, Crew. Ich meine, ja. Ne? Die hast du angeheuert? Ja. Die Landratten? Der Linke, der soll ganz gut sein, hab ich gehört. Der Linke, das kann sein. Ja, aber der Rechte. Der hat aber ein fieses Gesicht, Junge. Ja. Und der eine da, also falls wir Hunger kriegen, man weiß ja nicht. Ja, dafür geht er. Ja, dafür geht er auf jeden dafür Fall. Also, Crew, für dich natürlich auch, du weißt es ja auch nicht, es gibt eine Mission. Und zwar, wir müssen eine Ware von A nach B bringen. Ja, aber wir sind natürlich richtige Matrosen und wir gucken da nicht für rein. Für den Koffer lassen wir uns mit dem U-Boot los! Ja, der muss weit weg und durch gefährliches Terrain. Hättest du das nicht mit DHL verschicken können? Das ist top secret, das darf keine Hand kriegen und das vertraut man uns an. Karte ist da und jetzt wird erstmal, Tacheles im Sinne von, die Karte wird gezeigt. Tacheles. Also, Route. Wir legen los, wir fahren ab von da, wie gesagt, sehr genau auf jeden Fall. Ja, da werden wir handeln. Also mit Banana Joe. Das macht doch gar keinen Sinn, was du. Da hast du die Route ausgesucht? Ja, optimale Route, ohne gefährliche Passagen. Nee, das ist nicht die optimale Route. Die optimale Route ist, wenn du jetzt hier die Enge benutzt, ne? Warte, zeig mal hier, mach mal. Ja gut, also meinst du die? Die ist viel besser. Da sind wir schneller da und dann ist die Scheiße auch eher vorbei. Also ich habe ja eine Idee. Okay, hau raus. Wir lassen das einfach unsere Crew bestimmen. Wir gucken. Ich will gar nicht. Du hast nur Schiss. Du hast Schiss. Du versuchst eine Meuterei loszumachen. Du hast auf deinen eigenen Schrottkorn nicht genug Autorität. Okay, Achtung. Ergebnis ganz klar für... Uff! Das ist Meuterei! Das ist intelligent! Dein Ernst jetzt? Tja, dann halt nicht. Dann nehmen wir halt die andere Route. Ja, okay. Wir nehmen die kurze Route. Ja, nehmen wir halt die kurze Route. Und Muffy, du gewinnst 2 Booster. Muffy möchte gerne sehen, was er für Sequels bekommt, hat er gesagt. Okay, Muffys öffnen wir gleich. Und deine Karten. Muffy, was möchtest du haben? Ich glaube, das ist Secret Ray, oder? Sir. Das ist die Rare. Alter, die Secret. Alter, die Secret! Muffy, Glückwunsch an dem Secret. Kein Fake, ne? Uff! Ey, guck mal, Maurice. Oh, was ich im Lager gefunden hab. Alter. Ist das, was ich denke? Du weißt, was das ist. Ja, das ist für, wie heißt der nochmal? Das ist der Koffer für Atzenhändler. Atzenhändler, genau. Vorsichtig. Die Fracht, ja. Die da drin ist, ja. Die kannst du mit deinem Leben nicht bezahlen, mein Freund. Komm her, ich will mal sehen. Ja. Vorsichtig.
Vorsichtig. Ja, zu, Mann. Will nicht zu, so mächtig ist es. Ich bringe das mal wieder ins Lager. Ja, und vorsichtig, darf nicht kaputt gehen. Das brauchst du mir nicht sagen, du Depp. Ja, okay. Huh. Huh. Boah. Also, was ist da drin? Das ist die Frage. Wollen wir es mal zeigen? Ja, ich würde sagen, wir öffnen das erstmal so. Für Arzen Jens haben wir uns gedacht. Ach, die sind grün. Die sind grün! Ja, wir haben hier mal so ein paar Bananen am Start. Hä, was ist das denn? Hä? Warte, das ist da. Das ist doch keine Banane. Das ist ja grün! Das ist eine Fake-Banane. Das ist eine Fake? Hast du runter in dich, ne? Ja, wollen wir es Jens geben? Ja, klar. Okay, also Jens. Für Jens, ja, Jens, ne? Okay. Seid gegrüßt, Reisender. Habt ihr denn Tribute für unseren Handel mitgebracht? Ah, sehr schön. Einen ganzen Koffer voller Ware. Da seid ihr aber großzügig. Nun dann, was braucht ihr denn? Okay. Ja, das sollten wir alles da haben. Alles klar, meine fleißigen Mitarbeiter werden alles auf euer Schiff laden, aber in der Zeit können wir gerne noch ein Spielchen spielen. Ihr wisst, ich liebe Ratespiele. Ich nenne euch eine bekannte Karte von unserem Marktplatz und ihr müsst schätzen, wie wertvoll diese Karte momentan ist. Falls ihr den Preis erratet, schenke ich euch diese Karte. Wunderbar, ihr habt gut geraten. Ich schenke euch die drei genannten Karten und eure Ladung ist nun auch schon an Bord. Ich wünsche euch noch eine gute Reise. Besucht mich immer wieder gerne. Willst nicht schmatzen, kauf's beim Arzen. Danke, Arzen Jens. Vielen, vielen Dank. Und cool, dass du uns empfangen hast im Hafen. Ist ja nicht. Ja. Ist ja verständlich. Und schau gerne mal bei ihm in Halle vorbei. Ne? Oh, jo. Okay, was sagt ihr denn? Hater werden sagen, Soundkulisse wäre fake. Nee. Alter, jetzt ohne Witz. Es kann niemals fake sein. Das ist alles hier original. Ja, auf jeden Fall. Wow, Einschlag! Wir werden angegriffen! Scheiße, Mann! Los, wir müssen los! Nein, noch nicht! Wir müssen Tarnkappen abwerfen! Tanke! Warte! Nein! Oh, noch ein Einschlag! Scheiße! Nein! Gleich vorbei! Scheiße! Oh nein! Kacke! Dich ist aus! Was ist das denn? Ja, nein, noch ein Einschlag! Oh mein Gott! Gute Frage. Gute Frage. Warte, ich mach Licht. Du kannst immer so schön Geschichte erzählen. Ich kümmere mich drum, dass gleich repariert Strom, den Strom ab. Und dann gucken wir mal einfach. Ja? Das hat damals alles angefangen, als ich als kleiner Stipkin auf die Welt kam. Mit 4 Jahren habe ich dann zum ersten Mal auf dem Kutter angeheuert. Hoch, da war was los. Wir haben damals Dosen rübergeschifft nach Ibiza. Was da drin war, ich hab keine Ahnung. Die Einheimischen haben das jedenfalls gesoffen. Für mich war das noch nichts. Später sind wir dann mit größeren Schiffen gefahren. So mit AIDA, Clubschiss und so weiter. Da war was los. Riesige Menschenmengen. Und ich war immer schon fasziniert davon, auf dem Schiff zu arbeiten. Dann habe ich angeheuert mit 12. Da ging's dann los in die Kombüse. Da habe ich einfach so mir nichts, dir nichts zusammengeschmissen, was die Keller halt hergab. Dabei habe ich übrigens nebenbei den Hotdog erfunden. Ja, kein Scheiß. Ich habe einfach ein Brötchen genommen und eine Wurst reingepackt. Echt effizient. Hat sich aber nie durchgesetzt, soweit ich weiß. Mit dieser Crew schipperten wir dann rüber nach Amiland. Ja, damals hieß er schon Amiland. Wie es zu dem Namen gekommen ist, ist eine andere Geschichte. Habe ich aber auch was drum. Dort kamen wir am Strand und luden erstmal schön unsere Sorgen aus. Als die Einheimischen auf uns zukamen und uns darum baten, sie dann doch vielleicht mal mit Wasser zu versorgen. Irgendwie hatten die da Probleme mit der Filterung, keine Ahnung. Also haben wir uns das mal angeguckt. Da führten die zu uns zu so einem Tempel hin. Da haben wir dann erstmal ein bisschen Sightseeing betrieben. Da war richtig schön. Und vor allen Dingen war es da auch nicht so warm. Draußen an der Hitze, das konnte ich nicht so gut ab. Das machte mich immer traurig. Innerhalb dieser Ruinen, würde ich mal sagen, fanden wir bunte Bilder an den Wänden. Da waren so kleine Monster drauf und dann waren da so Striche und Punkte und naja, das war schön anzuschauen. Da ich mein Fotoapparat vergessen hatte, malte ich die Dinge einfach ab. Ich pauschte die quasi durch. Und ehe ich mich versah und wir wieder auf Schiff waren,
hatte ich die Idee. Ich machte die einfach ein bisschen kleiner und setzte mich zu meinen Kameraden hin. Und sagte, guck mal Jungs, ich hab hier was ganz Neues und Frisches auf dem Papier. Die waren natürlich nicht so begeistert davon. Die wollten natürlich lieber Würfelspiele spielen. Aber als sie dann das erste Mal diese Dinger in der Hand hatten, da packte sie ein Feeling, though. Das kann der Klabautermann selber nicht beschreiben. Und ja, dieses Spiel, das nannten wir dann damals Yu-Gi-Oh! Wie ich auf den Namen gekommen bin, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin besoffen über Bord gefallen und das war, was ich geschrien habe. Und das spielen wir heute noch. Und denkt daran, Kinder. Jedes Mal, wenn ihr einen Booster aufmacht, ein Display kauft oder einfach nur auf eure Matten spielt, den Quark, den hab ich erfunden. Alter, die Fragen werden immer dümmer jetzt ohne Mist, ey. Ist hier wirklich unterste Schublade langsam? Leute, 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 ich raste hier gleich noch aus. Boah. Was ist besser, antiker Antrieb oder Let's Horn? Was? Was ist denn nun los? Alarm? Was ist denn hier los? Check mal die Geräte! Was sagt denn das Niveau um Meter? Oh, verdammt! Das Niveau ist ganz tief! Ach du Scheiße! Ab im Maschinenraum! Los, 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 los! Jo! Los, Mann! Maurice, ich bin jetzt unten! Was soll ich machen? Feuer mal was ab! Wir müssen Ballast loswerden! Das Niveau muss wieder steigen! Feuer was ab, Mann! Los! Komm, was abfeuern! Das war eine Blue-Eis-Torpedo! Blue-Eis hat noch nie was gerissen! Halt dein scheiß Maul! Was soll ich tun? Feuer irgendwas anderes ab! Los, irgendwas, was du da hast, Mann! Ich hoffe, das wird nicht auch wieder so eine Lachnummer. Ist drin! Okay, Feuer! Hallo YouTube, Atze ist hier. Scheiße, was? Noch Schlimmeres? Ja, noch schlimmer! Ist drin! Okay, Feuer! Hallo YouTube und herzlich willkommen. Es verändert sich schon wieder nichts! Du musst was richtig Großes abfeuern! Irgendwas, Mann! Was du da unten hast! Ich habe hier noch was, aber das wird dir nicht gefallen. Was ist denn? Ich schieße es einfach raus. Alles klar, noch schnell, es steigt einfach nicht. Oh Gott, ist die Scheiße. Ist drin. Okay, Feuer. Willkommen, Leute. Geschafft! Ja, Mann, komm wieder hoch! Wir haben es gepackt, Mann! Oh Mann, der macht echt ein Fass auf, wenn er das rauskriegt. Jetzt erstmal wieder zurück. Oh, das war aber. Uff. Oh, ey, das war knapp, ey. Oh, oh, moin! Alter, wir haben es geschafft. Alles wieder im Lot. Alles super. Ist das Niveau wieder oben? Ja, das Niveau ist ganz oben. Was war es eigentlich am letzten? Es hat voll geklappt. Was war das? Camp einfach deine Abo-Box. Was? Das klärt sich von alleine. Okay. Wir genießen bis dahin das Wetter. Ne? Diese wunderschöne, nicht wedelnde Palme hinter uns. Ja, hier ist absolut windstill. Ja, hier ist absolute Windstille. Es kommt selten vor. Sehr selten vor. Fast gar nicht. Man könnte unterstellen, dass die unecht ist. Ja, das ein Poster ist. Dass es ein Poster ist, aber ich versichere dir, das ist es nicht. So, okay, jetzt können wir. Okay. Wenn wir schon mal hier sind, so. So ein kleines Spielchen. Du hast Bock auf ein Spiel? Ein kleines Spielchen. So eine schnelle Runde. Eine schnelle Runde? Ja, so ein Speed-Duel. So ein Speed-Duel? Wollen wir ein Speed-Duel machen? Speed-Duel. Das hört sich doch immer gut an, denke ich. Dann mache ich hier den Windstorm. Dann geht er in ATK.
gehe ich in die Battle Phase, greife die andere doppelten Kampfschwan und dann habe ich einen Win. Nein? Was für Scheiße ist das denn? Ich würde sagen, admit defeat, my friend. Okay, Leute. Mal gucken, was Matze spielt. Oh, du fängst an! Jetzt die Möglichkeit besteht, wenn du was meinst. Ich lache, wenn du breakst. Moin, ne? Ja. Guck mal hier. Los geht's. 1, 2. Jo! Boah, ey, ich glaube, er ist fertig. Nach 1000 Jahren. Ja! Obwohl, doch. Nee, aktiviere erst die Zauberkarte, die wird negiert. Ja, die wird negiert. Die negierte DS. Okay. Also wenn nicht, haben wir einen Zug mehr. Wie dumm! Ist immer so beim Exodus-Spiel. Man hat immer die letzten Teile als letzte Karte im Deck. Oh, jetzt haben wir es. Ist das dein Ernst? Ja, du kannst Fabrik aktivieren. Ja, da hast du gewonnen. Achso, ja, stimmt. Ja. So, zack. Ja. Das können wir uns. Was fehlt denn jetzt noch? Halt, das wird negiert. Das wird was? Das wird negiert. Oh. Zack. So, und jetzt muss ich ein Glück haben. Nein, du kannst passen. Du kannst passen, wir kriegen keinen Schaden. Den ich hab halt legit eine Allure gezogen. Alter Maurice, was ist das für ein Scheiß? Nee. Wir haben gewonnen, okay. Kann uns ja keinen Schaden machen. Zeig ihn, ja, okay, show hand. Alter, ich showe die ganze Hand. Guck dir an, das Elend. Die letzte Karte ist das letzte Teil. Was? Das ist so dumm. Maurice, wo hast du uns hier hingeführt? Das waren die Koordinaten, ich sag's euch, es waren die Koordinaten. Das waren die Koordinaten? Oh, ich werde angerufen. Hä? Die Zentrale. Ja? Ja, genau, wir sind fein mit den Zielkoordinaten, ne? Sollten wir ja sein, oder? Ja, genau, wir sind hier. Hier ist so ein komisches leeres Gebäude, was ist das? Hier ist auch kein Mensch, ey. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Oder sind wir richtig? Ah, wir sind richtig. Ja, dann ist das super, dann können wir den Koffer übergeben. Wie, nix übergeben? Hä? Wo ist denn der Kontaktmann? Ach so. Oh. Die sind pleite gegangen. Die sind Insolvenz. Ach so. Ja, no. Ah ja, ja. Standardverfahren. Haben die uns jetzt hier umsonst hingeschickt oder was? Ja. Was wird denn jetzt aus dem Koffer? Quote einhalten, wird gesagt. Quote einhalten? Ja genau, wie immer. Einfach Koffer verschwinden lassen, ist angekommen, erfolgreich. Ja, ja, ist erfolgreich angekommen. Der Koffer, der wurde zugestellt, ne? Wir haben ihn ja zugestellt gerade, ne? Wir haben ihn doch zugestellt, oder? Ja, wir haben ihn zugestellt, alles klar. Ciao, ciao. Hey, wir haben erfolgreich zugestellt. Ey, ist schon ein bisschen bitter. Ja gut. Ob wir überhaupt reingucken wollen? Ich würde schon gerne reingucken. Willst du reingucken? Soll ich wieder reingucken? Soll ich reingucken? Oh. Ja. Hat aber einer eine Bestellung gemacht, ne? Das ist... Ja gut. Ja gut. Wollen wir einfach mal zeigen? Genau. So, dann drehen wir das einmal. Sorry, guck mal, Leute. Oh. Guck mal, Leute. Wir haben hier so ein kleines... Oha. Kleines Paket. Oha, was da los? Da ist so eine Matte bei. Jo, die sieht aus so ein Cardsports League. Ja, da haben wir gar nichts mit zu tun. Da haben wir Cardsports League, interessant. Hey Crew, aufteilen? Wäre doch gut, oder? Oder für die Crew? Wir haben das, uns das so sehr verdient und du willst das jetzt an die Crew geben. Ja, ist okay, komm. Okay? Super, machen wir so. So. Na gut. Also, das ist doch schön. So gefällt mir das.